So, es ist 20 vor 5, in anderthalb Stunden öffnet hier die Pforte am Kurparkfest und hier stehen schon ganz viele Finns, habe ich den Eindruck. Ich habe ja gehört, es steht zur Diskussion, wer heute der absolute Star beim Kurparkfest 2007 ist. Was denkt ihr denn? Michael! Ja, Mike, wie bist du zur Musik gekommen? Vielleicht sagst du uns ein paar Worte zu dem Thema. Oh, ich glaube, wie die Feuerwehr zum Brand. Das war eigentlich aus einer Lust und Laune heraus. So wie das wahrscheinlich alle irgendwann mal gepackt hat, die Musik machen und dann nie mehr losgelassen hat. Ich glaube, Musik tatsächlich mache ich schon seit jüngster Kindheit, da war ich irgendwie 15 oder 16 und dann kam Mitte der 90er so eine ganz große Karaoke-Welle über Deutschland, wo jede Kneipe meinte, eine Karaoke-Bar zu öffnen zu müssen. Und da habe ich mich dann auch durchgespielt und irgendwann verschlug es mich dann ja zu dieser schönen Sendung auf RTL. Ja. Heute bist du Profimusiker. Wie kann man sich so einen Alltag vorstellen im Leben eines Profimusikers? 90% tatsächlich harte Arbeit, 10% Spaß. Nee, 10% Glamour. Weil Spaß sind 100%, aber die Leute stellen sich das vor, ja, dann gehst du doch mal ins Studio und nimmst einen neuen Song auf. Aber wie das alles entsteht und vor allen Dingen, was an Papierkram und an Verwaltungskram und an Rechten und Manager und Anwaltskosten da alles hinterstecken, also das ist schon... Ich glaube, es ist einfacher, eine Tankstelle zu eröffnen, als sich ein Jahr lang als Musiker über Wasser zu halten. Nicht finanziell, sondern einfach von den Nerven her, weil es ist unvorstellbar, steckt viel dahinter. Also wenn wir zum Beispiel auf Tour sind, wie jetzt in Hamm, bis wir abends auf der Bühne stehen, haben ca. 53 Menschen Geld verdient und sind daran beteiligt und lassen mich gut aussehen. Und das ist schon eine ganze Menge. Und das sieht der Zuschauer nicht, soll er auch nicht sehen. Er soll denken, es ist eine schöne, tolle Glitzerwelt. Die ist es aber nur manchmal. Ist sicherlich auch ein 24-Stunden-Job. Ja, total. Also meine Freundin sagt, die ist zum Glück sehr unkompliziert und sagt, sagt jetzt nicht, Mensch, Mike, du hängst jetzt schon 5 Stunden vorm Notebook. Wie wär's denn mal mit aufhören? Ich bin meine eigene kleine Firma und ich bin halt Geschäftsführer der Firma Mike Leon Grosch und da arbeitet man dann schon ziemlich lange. Ja. Hier ist schon ein Stichwort gefallen. Es gibt ja für einen Künstler verschiedene Möglichkeiten, auf die großen Bühnen zu kommen. Du hast dich dafür entschieden, an der Castingshow von RTL Deutschland sucht den Superstar mitzumachen. War das der richtige Weg für dich? Absolut. Also ich bin keiner, der Ex-Casting-Künstler, die sagen, du, ich möchte am liebsten einen Teil meiner Vergangenheit wegstreichen. Überhaupt nicht. Ich stehe dazu und würde auch alles genauso wieder tun. Viele sagen zu mir, Mensch, Mike, wenn du das damals nicht gemacht hättest, dann hättest du es ohne das geschafft. Dann sage ich, ja, wenn ich damals nicht an Deutschland sucht den Superstar teilgenommen hätte, dann würde mich heute keiner kennen. Und ich glaube, es gibt einfach mehrere Wege nach Rom. Also es gibt nicht den einen richtigen Weg. Die einen spielen sich lange durch Clubs mehrere Jahre und werden um ihre Gage betrogen und spielen für 50 Euro, die sie dann nicht mal bekommen und lassen sich mit Tomaten beschmeißen. Und ich habe den Weg der Castingsendung gewählt und das war mit Sicherheit genauso hart, nur auf eine völlig andere Art und Weise. Wenn du auf einmal dein Gesicht auf der Frontseite einer Tageszeitung siehst und daneben steht etwas, was nicht so ganz richtig ist, das ist ein wahnsinniger Psychodruck, weil wenn deine Freunde von dir denken, du bist ein Arschloch, dann denken das nur deine Freunde. Aber wenn es ganz Deutschland denkt, da ist schon ein immenser Psychodruck hinter. Und von daher, es ist einfach eine andere Art und leider ist sie in Deutschland nicht allzu anerkannt. Es gibt ja zwei große Casting-Formate. Bei ProSieben gibt es noch die Superstars. Nee, die Popstars. Die Popstars, genau. Wie kann man die beiden Formate unterscheiden aus der Sicht eines Künstlers? Hat ein bestimmtes Format einen größeren Vorteil für den Künstler? Ich mache immer Bing, 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 wenn ich zum ersten Mal eine Frage gestellt bekomme. Also das ist tatsächlich eine neue Frage. Ich habe noch nie gefragt worden, wie man diese beiden Sendungen miteinander vergleichen kann.
ich bin tatsächlich der größere Fan der Sendung Deutschland sucht den Superstar. Natürlich ist ja klar. Aber ich bin es tatsächlich, weil ich finde, es ist einfach, das eine ist eine aufgezeichnete Sendung und das andere ist eine Live-Show. Das eine ist in der Woche und Deutschland sucht den Superstar ist eine Samstagabendsendung, die es auch mit Wetten, dass aufnimmt. Also ich glaube schon, man redet von zwei unterschiedlichen Ligen, aber die beide das gleiche vorhaben und zwar Talente zu suchen. Und es gibt so viele Bands, von denen man gar nicht weiß, dass sie tatsächlich gecastet wurden. Also Genesis beispielsweise ist eine Casting-Band. Oder Aerosmith hat sich damals damals eine Audition gemacht. Der Mike Rutherford damals von Genesis hat tatsächlich eine Zeitungsannonce in die Londoner Zeitung gesetzt. Und ob das jetzt in der Öffentlichkeit stattfindet und im Fernsehen oder ob das im Verborgenen, wie bei As5, dass man das in eine andere Fernsehsendung packt, das ist völlig egal. Hinten raus muss gute Musik kommen und das ist, glaube ich, was zählt, aber das akzeptieren viele nicht. Gute Musik können wir auch heute hier beim Kurpark-Fest hören. Wir haben eben schon den Soundcheck mitbekommen. Wie sieht's in Zukunft aus? 100%ig, super. 100%ig, wie sieht es in Zukunft aus? Welche Projekte stehen jetzt an? Was können wir in Zukunft von dir sehen und hören? Also ich bin jetzt den Sommer über noch viel unterwegs. Wir spielen viel live. Und im September höchstwahrscheinlich fliege ich wieder zurück nach Kalifornien, wo ich über private Kontakte einen ganz tollen Produzenten kennengelernt habe, mit dem ich gerne das neue Album aufnehmen möchte. Für die es nicht wissen, ich habe ja damals im November letzten Jahres meinen Plattenvertrag verloren, war auf der Suche nach einer neuen Plattenfirma, nach neuen Produzenten. Es war in Deutschland ziemlich schwierig und bin dann über einen tollen Kontakt nach San Francisco gekommen, wo ich jetzt auch im Sommer war und wir haben ein paar Sachen vorproduziert und versuchen einen soften Schlenker zu machen. Ja, prima. Wir danken fürs Gespräch, wünsche für die Zukunft alles Gute und viel Spaß heute in Hamm noch. Dankeschön. Hamm TV rockt. Ja, vielen Dank.